Also willkommen zurück bei Enshrouded. Es geht wieder weiter und eine Kleinigkeit gibt's neu. Ich habe unser Kisterl besucht. Könnt ihr euch vielleicht erinnern? Wenn wir da gefunden haben, habe ich ein bisschen abgefarmt. Und wir dachten, schauen wir nach, vielleicht gibt es ein bisschen bessere Dolche, die halt dem Level von uns entsprechen. Ja, gibt es. Ich habe es zwar nur episch gekriegt dabei, noch keine legendären. Aber die schauen auch gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Das sind Blitzdolche und schlanke Dolche. Aufgewertet haben wir es auch. Das heißt, jetzt machen sie ein bisschen mehr Schaden natürlich, weil es von der Stufe her zu uns passen. Bin sehr gespannt, wie die abgängen. Ich habe beide jetzt da drin dabei. Das habe ich einfach nur so dabei mal mit. Schauen, wie es ist mit denen zum Kämpfen. Welcher Leiwand da ist. Der oder der. Wir haben andere auch noch. Aber wie gesagt, legendärer ist leider keiner dabei gewesen. Und ich würde sagen, wir werden da weiter verfolgen unser Main Quest, aber vielleicht vorher. Noch kann man das nicht. Ernsthaft? Wollte er nicht nehmen. Wir werden aber gleich runterrufen, wir fliegen da nicht überall jetzt hin. Sondern. Wir wollen das ja wissen, was da am Boden ist, dass man dann alles über. Oh, versunkene Stadt der Erbauer. Haben wir es tatsächlich schon da? Valerys Reise, da schauen wir jetzt natürlich einmal hin. Wir wollen natürlich jetzt einmal auch alles sehen, was da los ist und nicht alles überfliegen, weil dann versäumen wir alles, was da Schönes unten gibt. Zum Sehen und zum Finden. Das wollen wir natürlich nicht, das will nicht nur ich. Nicht, sondern ich glaube, ihr wollt es auch nicht. Bin einmal so. Ja, das war äußerst geschickt. Das war mal. Weil wären wir fast abgebangelt, wie man so schön sagt. Auf das hinauf werden wir uns gleich mal ein bisschen ein Buffboot gönnen. Ein Bandagerl kann auch nicht schaden, oder? Ja, ich habe jetzt auch den Zauberstab wieder mal mitgenommen mit den Blitzen und nicht den anderen. Das ist ja auch geil. Valerys Reise. 41 Meter in die Richtung. Aha. Da ist er schon zum Lesen. Das ist aber ein großes Sumpferl da. Das heißt, dort wird nichts sein mit einige. Da muss man dann schauen, wie wir dort hinkommen. Ah. Okay, das war eine von uns die Flamme, die sich aufgeteilt hat. Jetzt werden wir das einmal lesen, dass wir wissen, was da hat. Das ist ein normales Fell, ja, Tierfell. Ich habe der Stille nie getraut, Valerys Reise. Als die Vögel, die mich auf meinen Weg begleiten, plötzlich aufhörten zu singen und der Wind, der durch die Blätter rauschte, zu einem leisen Crescendo anschwoll, hielt ich inne. Als ich dann einen Lichtschimmer von oben wahrnahm, eine Reflexion, die auf der Spitze eines Speers in den Baumkronen tanzte, wusste ich, dass ich in der Falle saß. Wuka-Speere regneten auf mich herab, wie unheiliges Feuer auf Leuchtenstein an dem Tag, als es fiel. Aber ich habe genug von dieser Welt gesehen, um zu wissen, wann ich flüchten muss. Halte deinen Kopf unten, wenn die Axt schwingt. Das habe ich am Hof der Könige gelernt. Also rannte ich auf die untergehende Sonne zu und ließ die Strahlen meinen Angreifern blenden. Ich bin entkommen und die Wuka folgten mir nicht hierher. Ich frage mich, warum. Vielleicht liegt es daran, dass ich in der Nähe des wundersamen Lichts bin, das vor so langer Zeit den Himmel zerrissen hat. Wenn die Sterne richtig stehen, werde ich dieses Kapitel meiner Reise endlich abschließen. Da ist irgend so ein lustiger Sumpf. Aber an. Alter. Das war äußerst geschickt, ne? Da wo ist er? Der Grund, so ist er eh das. Ja. Schauen
uns da mal um. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas zum Sehen da. Denn man weiß es halt nicht genau, ne? Da geht es auch irgendwo hin. Ah, oh. Gehen wir aber noch nicht hin, Leute. Wir werden da jetzt zuerst einmal da noch genauer umschauen. Ja, das war klar, dass er wieder instant abtaucht, ne? Na. Was mache ich eigentlich? Das ist unglaublich. Also manchmal spiele ich ein bisschen einen Stoß zusammen, gell? Gut, dann machen wir das jetzt das so. Das brauchen wir. Wie wollt ihr denn eigentlich darüber, gell? Da. Vielleicht geht es ja jetzt ein bisschen besser. Oder nicht, ne? Ernsthaft? Die Blitze wollen sie aber nicht unbedingt, gell? Autsch. Patsch! Brauchen wir nicht wirklich, ne? Und da ist auch gleich wieder abgetaucht, der liebe Freund. So, pass auf, wir schauen einmal. Wollten wir anschauen, diesen Orgenstamm da drüben. Ist was? Da werden wir jetzt auch einfach mal hingehen. Und da geht's endlich bergauf. Ist einfach nur ein Durchgang, ne? Okay, gut. Die versunkene Stadt der Erbauer. Okay, da kennt. Oh, da hat es ja Ärmer. Hecker, so, zack. Oh, es war so. Das hat gesessen. Na, zack. Folge der Melodie. Ja, na genau, da schießt man zu, ist auch nicht schlecht. Sag mal, was ist denn mit dem? Der hört schon wieder angluckern. Ist mir jetzt wurscht. Aha. Servus. Wieder hat es uns erwischt.
Wir haben halt wieder ein bisschen Wimmerl, aber ist ja meine Güte, ne? Geht eh wieder weg. Ist ja nicht auf ewig. Da hinten irgendwas? Nein, ne? Einfach rauf, da ist aber nichts, ne? Oder? No. Genau, da haben wir nur das. Okay, da kann man wieder jumpen. Da schönes irgendwas, aber wahrscheinlich nichts. Ne? Sind nur Ruinen. Darüber gehen wir dann auf alle Fälle auch, Leute. Das ist eh klar. Ne? Oder schauen wir uns einmal außen um alles. Wollt ihr das? Okay. Genial, oder? Da kommt noch rum, da steht er schon wieder einer. Zack! Oh, ein bisschen snedig. Die machen wir, die werden wir probieren dann. Die machen wir, die werden wir, ne? Also kann man sich aber auch nicht beschweren, dass das klar ist. Aber warum da zwei sind, ist interessant. Versuchen wir der Bauer und folge damit der D. Da ist nämlich auch irgendwas. Ah! Der Schwede. Gebet der Flamme Schriftrollen, das lasse ich jetzt aber zu Fleiß drinnen, so. Also so viele Puzzleblumen habe ich überhaupt noch nicht gesehen auf einem Haufen. Da ist noch eine. Die hat geschlafen wahrscheinlich, ne? Wie konnten wir sie noch aufwecken? Aha. Haben wir noch kurz, ob da irgendwas ist? Nein. Oh ja. Na klar ist was. Morgenstern, wunderschön. Ja, so ist halt im Moor, ne? Oh! Was auch immer das jetzt aufgemacht hat, ey. Siehst du das auch? Das war's. Oh mein Gott, da müssen wir das, die ganzen Knöpfe jetzt finden. Nicht, ne? Wie geht das so hoch? Kann er mir nicht durchstehen, ne? Das war geschickt! Aber so richtig! Hier okay, machen wir gleich nochmal.
Dann nehme ich mal an, irgendeinen Sinn haben, dass das so weit aufgeht, ne? Ja, jetzt haben wir eh gleich. Wahrscheinlich sollte man nicht jetzt gleich wieder hupfen, ne? Weil sonst werden wir ein bisschen sterbseln. So. Dann müssen wir darauf vielleicht? Okay, na pass auf, probieren wir gleich nochmal. Hup. Na. Ach Gott. Okay, das geht sehr aus. Probieren wir es nochmal. Na. Da wird's mir selber schon wieder beim Zuschauen. Ernsthaft? Ja. Ist da irgendwas gesehen? Eh zum Aufhandeln oder so? Also ich nicht. Nix. Okay. Schauen müssen wir. Schauen muss man. Das heißt, wir werden da vielleicht jetzt da umhupfen. Aber da es das so einen Schwung gibt, könnte man das ja eigentlich so probieren. Was da aber mal. Aber wir würden noch nicht, aber werden wir müssen. Oh! Ja, dein Glück. Und rotes Miasma ist da hinten. Und schau bitte, schaut sich die Hölle einmal auf den Durchgang. Hm. Geil, oder? Wahrscheinlich habt ihr den anderen Knopf schon gesehen, der uns noch fehlt. Oder beide vielleicht sogar. Ich hab's noch nicht gesehen. Ah! Hört mir nicht drüber. So nah und doch so fern. So, jetzt müssen wir da. Genau, zwei Leuchten. Das da oben ist sicher wieder. Alter Schwede, schaut sich den Durchgang an. Wisst ihr, was passiert, ja, gell? Jetzt haben wir den Knopf auch. Wir müssen auf alle Fälle da dann auch nach unten reinschauen, was da los ist, ja. Ah, da gibt es sicher noch irgendwas zum Finden oder zum Sehen, besonders da in dem großen Bereich. Ich möchte mal nur kurz das da hinten anschauen. Na, wie geil schaut das aus. Jetzt wird's Nacht, oder was? Das ist aber schlecht. Ah, hat der Bogen... Das habe ich jetzt noch gar nicht gemerkt. Hat der Bogen jetzt auch eine Abnutzung, oder was? Was? Tatsächlich? Das war halt der Vorteil beim Bogen, dass er nicht abnützt, dafür brauchst du Feuer, ne? Jetzt nutzt er sich auch, schön. Und das werden wir nicht in Finstern machen, Leute, das, wir sehen nichts.
Irgendwo haben wir da noch einen Knopf. Wir werden kurz schlafen gehen, Leute. Weil da im Finsternis herumjumpen, ganz eine gute Idee, ne? Ah, machen wir nicht. Ist ein Blödsinn. Sehr richtig, alles repariert. Wir haben noch nicht die Dolche. Ah, okay, weißt du was? Tschüss. So, das kommt. Können wir im Prinzip mitnehmen, ne? Ist ja eigentlich egal, ne? Noch schnell schlafen und dann werden wir von der Watzmoorwarte ganz einfach wieder runterhupfen. Ja, man dreht sich am Bauch jetzt. Man braucht ja nur drüber reden, ne? So. Können wir hin? Schaut er jetzt in die richtige Richtung oder nicht? Ja. Weißt du, einer weiß, warum es da so komische Fehler hat mit den Schatten? Gerne in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es nicht. Na, da ist das Große, wie wir gesagt haben, da müssen wir nur eine schauen. Da kommt man da rum. Danke für deine Haut. Ist irgendwas zum Lesen oder so? Ah, da ist noch einer. Da ist er wieder weg. Sonst nix. Da hinten ist sonst auch nix. Da kommt man rauf. Kommt man da komplett drauf, oder? Okay, da kannst du umschwingen, geil. Machen wir jetzt auch ganz einfach. Genau, da war der eine Knopf. Aber wir brauchen noch eine. Upsi. Die Frage ist jetzt natürlich, wo ist der Knopf, ne? Jetzt einmal umschauen. Sieht man halt jetzt ein bisschen nicht, ne? Wenn die Sonne so drauf scheint. Aber da haben wir eine schöne Truhe, Leute. Quatsch! Schön. Hm.
Wir brauchen noch ein Knöpfli. Die Frage ist halt, ob da eins ist, ne? Oder ob die drei Knöpfe da bei den anderen Gebäuden aufgetaucht sind, ne? Da schaut es irgendwie ein bisschen nicht so nach einem Knopf aus, ne? Außer ich habe ihn übersehen, das ist natürlich sehr leicht möglich, ne? Mal ganz oben. Also ganz nett, aber fast. Na, schon glaubt, das hat es mir gerissen. Ich hab schon glaubt, das ist ein Knopf. Ist er nicht. In einer Stufen auf. Okay, das ist auch noch zu. Also das ist nix. Da ist auch nix. Ist aber ein riesiges Mörder. Mörder. Na, ich Trottel. Warum bin ich eigentlich immer so deppert? Haupteingang, ne? Brauche ich nicht probieren, wird da gleich mit Kochbeutel, ne? Gut. So, passt auf. Waren wir da drin schon? Welche ist eine Reise? So, jetzt schauen wir mal ganz genau. Ja. Ha! Jawohl, das war er. Sehr, sehr gut, finde ich das. Jetzt werden wir uns da mal umschauen. Erwischt! Also von den Laubwerk gibt es da aber genug. Tut mir echt leid, ich müsste ein bisschen was mitnehmen. Ernsthaft? Ist das jetzt ein, da ist eh nichts, ne? Ich schon glaubt, durch Zufall haben wir das was gefunden. Und da zählt es auch jetzt gleich zusammen, das ist zum Beispiel auch neu. Das war damals noch nicht so. Damals. Ist deppert, also da kannst du Laubwerk farmen, bis der schwindelig wird, ne? Bis die Axt glüht. Erdbeeren. Und Flachs. Nehmen wir ganz einfach mit. Bin so frei. Danke sehr. Aha. Das ist etwas Neues. Nein, das ist ja unser, was wir schon eine ganze Zeit haben. Ne? Kann ich gar nicht ernten.
Ja, Indigo, na gut. Das ist da richtig so eine Mooshöhle bauen heißt. Ich möchte halt da jetzt nichts auslassen oder versammeln. Aha. Da fährt Webe da rein. Okay, da ist irgendwas drin. Ist ja unschwer zum Überhören, ne? Knopf haben wir gefunden, also drüben kommen wir hinein. Das ist wunderschön. Was mich natürlich wirklich interessieren würde, ist... Valerie's Reise. Wo soll das sein? Und da drinnen geht es ziemlich ab, also das wäre das nächste Interessante, ne? Das war gescheit. Da ist es! Ja, das ist gar nicht, ich glaube, das ist da drin. Sie hat noch bis da eine so weit. Ja, so geht's auch. Ist das Tolles. Ist das nix? Und für was ist das dann Tolles da? Keine Ahnung. Keinen Schimmer, Leute. Aber wir haben es aufgemacht, das ist das Wichtigste. Wir sind bereit, dass wir dann dort reinhupfen. Hola! Jö, ein Hirtenstab, ein Grüner. Yippie! Valerie's Reise. Man muss ja ein bisschen probieren einmal, ne? Na, was ist denn jetzt da? Na? Nach laut dem warten wir fast so gut wie fast drauf, ne? Na, das. Naja, warte mal, pass auf. Okay, jetzt sind wir da oben. Also bin ich blind oder wo soll denn das sein? Irgendwo in dem Bereich da, jetzt haben wir da eh alles abgekupft. Valerie, wo hast du deine... Wo hast du deinen Schrieb versteckt? Da ist er. Joana. Hihi. Daneben.
Na, da bin ich jetzt aber beruhigt, dass wir das gefunden haben. Gleich zwei Sachen zum Lesen. Da muss ich mich räuspern. Ich habe Ihre Notiz gefunden. Velores Reise. Königin Jessemina war hier und ihre Erbauerverbündeten riefen das Licht herbei, das mich führte. Was für ein seltsames Wiedersehen. Ich erinnere mich noch an sie als kleines Vögelchen auf dem Schoß ihrer Mutter. Ihre zerbrechlichen Hände konnten kaum meine Harfe halten. Sie weinte, als ihr die mittlere Seite riss. Ich habe ihr verziehen. Na, wird er gut sein, ne? Sie wollte für immer Freunde sein und dieses Versprechen mit Blut besiegeln. Was für ein seltsamer Ödlandbrauch, dachte ich. Aber warum sollte ich ihn nicht übernehmen? Ich erinnere mich, dass ich sanft ins Fleisch schnitt. Dann spannte ich die Leier neu und spielte weiter. Die Wangen nass von den Tränen und die Handflächen mit kirschroten Flecken übersät. Ich habe immer noch die Narbe von diesem Tag. Unsere Wege kreuzen sich wieder, getrennt durch die Zeit. Ihr Ziel ist meins und meine Narbe ist ihre. Ich verdauere darauf, dass meine Reise nicht zu Ende ist, wenn ich den Seelenkessel betrete. Es gibt noch so viele Abenteuer zu erleben. Valerie. Na geil. Sehr schön, haben wir gefunden. Und was ist da Schönes? Jesminas Reise durch den Schwarzmoor. Ein Aufruf an die Würdigen. Ich wusste nicht, dass die Erbauer hier einst Strukturen errichtet hatten. Meine Mutter, Königin Erlands, nannte das Schwarzmoor ein Niemandsland. Hatte sie etwa Geheimnisse von mir? Wir stellten ein Gefäß in das Hauptgebäude und ich lernte, was es bedeutet, ein Signal an die Würdigen zu senden. Die Erbauer bildeten einen Kreis und streckten ihre Hände in Richtung des Firmaments. Einer sprach in einer fremden Sprache, als sich die Sternenkonstellation am Himmel veränderte. Erst begannen die Sterne zu funkeln, dann zu zucken. Ich glaubte zu sehen, wie der Himmel in tausend Teile zerbrach, die alle über mir glitzerten und das Licht meiner eigenen Augen wie in einem Kaleidoskop reflektierten. Eine klare Brechung des Ganzen, symmetrisch und himmlisch. Das Licht war überwältigend. Mein Kopf begann sich zu drehen und ich fiel zu Boden, wo ich später erwachte. Vielleicht sind das die Geheimnisse, die sowohl ich als auch meine Mutter bewahren müssen. Königin Jessemina. Da könnte man sogar Mützen gehen, das ist wunderschön. Wir haben das gefunden, das ist wunderbar, Leute. Weil ohne dem hätte ich da jetzt eigentlich nicht wirklich weggehen wollen. Folge der Melodie. Jetzt können wir da nämlich wieder aufgehen. Aber das, was da jetzt da hinten los ist, was da passiert, Leute, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen, weil, ihr wisst es, wir wollen nicht übertreiben. Ich sag danke fürs Dabeisein. War, finde ich, nicht schlecht. So ein bisschen erkunden, ein bisschen schauen, ein bisschen suchen, ist geil. Besonders, wenn man es dann findet. Wenn man es nicht findet, ist es ein bisschen unbefriedigend, ne? Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Tschüssi und... Baba.